about fear. Na, das wäre was. Hä? Das scheint leer zu sein. So teuer kann doch das nicht sein. Ja, tut mir leid, aber Sie sind so plötzlich auf die Straße gelaufen. Ja, ich sage ja nichts. Es war meine Schuld. Mir hat das Haus so gut gefallen und... Das steht schon länger leer. Und der Besitzer ist bei seinen Mietern sehr wählerisch. Also wissen, wem das Haus gehört? Das heißt, wir suchen dringend eins. Ich ein Haus und er einen Garten. Na komm her, ich beiß dich nicht. Wie heißt du denn? Er, Rex. Und ich heiße Moser. Wissen Sie, wo ich die Besitzer finden kann? Ja, das gehört einem älteren Ehepaar. Die wohnen da drüben im Altersheim, 3 Straßen weiter. Ich glaube, der ist ein Zauner oder so. Wollten halt in der Gegend bleiben. Ja, das kann ich verstehen. Wohnen Sie auch in der Nähe? Nein, nein, aber ich habe eine Praxis da in der Nähe. Ach, Sie sind Ärztin? Ja, aber mehr für ihn. Ich bin eine Tierärztin. Ach so. Ja, da könnten wir immer zu Ihnen kommen. Die Impfung wäre eh längst fällig. Was, ist schon über ein Jahr her? Ich glaube schon. Ja, den Termin dürfen Sie aber nicht überziehen. Sonst ist der Impfschutz nicht gewährleistet. Nicht? Nein. Sind Sie immer so streng? Was meine Patienten betrifft, ja. Rex, Rex, bleib da. Also dann. Bleib bitte. Wie heißen Sie denn? Koller. Sonja Koller. Rex. Rex. Rex, jetzt komm her. Du kannst doch nicht einfach in einen fremden Grund hineingehen. Das tut man doch nicht. Hallo? Ah, Stocki, du, ich habe ein Haus gefunden, das ist vielleicht... Gut, ich komme. Rex? I see heroes without fear.